Also wir erleben hier, dass Menschen, die keine Ahnung haben davon, wie das Internet funktioniert, darüber entscheiden, wie wir in 20, in 30 Jahren im Internet agieren. Und das kann schlichtweg nicht sein. Dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen. Wir sprechen heute über Upload-Filter, ein Thema, das viele Menschen bewegt. Es gehen viele Menschen auf die Straße, weil sie glauben, dass das ein Angriff auf die Freiheit im Internet ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal genauer an. Es gibt ja einen Kompromiss in der Europäischen Union. Und der Kern dieses Kompromisses ist eigentlich dieser Artikel 13, über den jetzt momentan alle reden. Was steht eigentlich in diesem Artikel 13 drin an Problematischem? Da steht drin, dass künftig die Plattformen selbst verantwortlich sind für die Entscheidung, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder nicht. Und dass sie grundsätzlich eine Einwilligung einholen müssen, bevor ein bestimmter Inhalt hochgeladen wird. Wenn das nicht gelingt, dann müssen sie technische Maßnahmen anwenden, um sicherzustellen, dass keine Urheberrechtsverletzung stattfindet. Hier steht High Industry Standards of Professional Diligence. Was ist darunter zu verstehen? Wahrscheinlich sowas wie hohe industrielle Standards mit gebotener Sorgfalt. Was soll das heißen? Was soll das sein? Wenn man diejenigen befragt, die an den Verhandlungen beteiligt waren, dann sind sich eigentlich alle völlig einig, dass sich hinter dieser Formulierung eben genau das verbirgt, nämlich algorithmenbasierte Lösungen, mit denen der Plattformbetreiber vorher überprüfen soll, haben wir hier eine Urheberrechtsverletzung oder haben wir keine. Das sind Upload-Filter. Ja, das steht da nicht drin, da kann ich hier suchen im Dokument, werde ich nicht finden. Aber trotzdem meint das eben Upload-Filter und das bringt viele Leute zu Recht auf die Palme. Aber ist das wirklich so dramatisch? Ist das wirklich so schlimm, wenn ein bisschen Software eingesetzt wird, um rauszufinden, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder nicht? Ja, es ist dramatisch. Beispielsweise Content-ID von Google und YouTube überprüft heute schon privat, ohne dass es dafür einer staatlichen Regulierung bedurfte, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt und führt heute schon zu Overblocking, weil der Algorithmus nicht in der Lage war zu erkennen, dass es sich dabei um eine Parodie, um eine Satire, um Kritik, um einen Kommentar handelt. In all diesen Bereichen erleben wir, dass man mitunter gar nicht mehr so genau sagen kann, ist etwas rein usergeneriert oder ist es rein von jemandem generiert, der unter dem Urheberrecht so geschützt werden muss, dass man ihm eine Lizenzgebühr dafür bezahlt. Das vermischt und wir alle, die wir das Internet tagtäglich nutzen, wir leben davon und wir profitieren auch davon, dass diese gewisse Unschärfe im Internet weiter besteht. Und wer das abstreitet, wer glaubt, mit dem Urheberrecht von vor 100 Jahren diese Trennung aufzumachen zu können, der hat das Internet schlichtweg nicht verstanden und der versucht hier ein Regelungskonstrukt auf das Internet zu pressen, das am Ende dazu führen wird, dass das Internet kaputt geht in dieser Form. Ganz wichtiges Argument gegen Upload-Filter, der Koalitionsvertrag ist dagegen. Koalitionsverträge sind ja keine rechtlich bindenden Verträge, wie wir wissen. Das heißt, man kann niemanden dafür verklagen, aber man kann dafür abgewählt werden. Das ist der Sinn eines Koalitionsvertrags. Politische Berechenbarkeit. So, jetzt haben sich die Digitalpolitiker von SPD und CDU aber darauf geeinigt, dass sie keine Upload-Filter wollen. Hier steht eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Und da steht doch das Gegenteil von dem, was die in Brüssel gemacht haben. Das führt am Ende dazu, dass Menschen sich von der Europäischen Union abwenden. Das ist eine bewusste Entscheidung der Bundesregierung, hier den Koalitionsvertrag zu brechen. Und das sollte jeder wissen, der hier möglicherweise auf diesen Koalitionsvertrag vertraut hat. Und es ist eine Verletzung von Wahlversprechen. Und das werden sich sicherlich einige Leute auch merken. Also ich habe mir das auf jeden Fall gemerkt. Wir wollen hier das Urheberrecht für die nächsten 20, 30, 50 Jahre schaffen. Und uns wird hier ein Entwurf vorgelegt, ja, der nicht mal die nächsten 5 Jahre überstehen wird. Ja, da könnt ihr nicht dafür sein als europäischer Gesetzgeber.